La Traviata, eine weltbekannte Oper, ist nach einem Roman von Alexandre Dumas entstanden, wo der als Schauspiel im Jahr 1852 auf die Bühne gebracht hat. Genau ein Jahrhundert später ist der geboren, der jetzt am Werdenbergsee quasi vor seiner Haustür, er wohnt im Werdenberg, La Traviata von Giuseppe Verdi auf die Bühne gebracht hat. Der Filmemacher Kunobond, der für eine originelle Inszenierung zeichnet. Und noch so nebenbei. Es sind die 13. Schlossfestspiele und dass es zu einem Glücksfall gekommen ist, das ist auch der Retter von diesen Festspielen. Spiel zu verdanken, allen voran eben am Kunobond. Also kein Adios. Das gibt es nur in der Oper. Musikalisch verantwortlich zeichnet der William Maxfield, wo der Dirigent den Stock schwingt. Gelungene Premiere. Neben der Oper ist es eben auch das Ambiente, die Umgebung, die anzieht. Die höchste St. Gallerin, die Imelda Stadler, war auch vor Ort gewesen, ein Haufen weitere Prominenz und man hat es gespürt. Der Werdenberger Funke von La Traviata, wo ja eine geächtete und abgelehnte Person im Mittelpunkt des Geschehens steht, ja, der Funke hat auch in Werdenberg gezündet. Das Werdenberg früher etwa mal auch als Armenhaus von der Schweiz bezeichnet und von St. Galler eher weniger beachtet, ist längst auf gutem Weg, sich nachhaltig Achtung zu verschaffen. La Traviata am Werdenbergsee, insofern auch doppelbödig, eine sehr gute Sache. Und wer sich noch beilädt, wie die Ergatter, ja, der muss das schnell machen. Ja, gehört, es sind schon fast alle weg.